Doch, doch, es gibt ihn schon noch, den guten alten Trimm-dich-Pfad. Nur die Laufkundschaft, die macht sich rar. So wie hier bei bestem Laufwetter auf dem Waldsportpfad im Greilinger Forst. Also nicht, dass hier niemand unterwegs ist, doch der moderne Freizeitsportler würdigt die Gerätschaft am Wegesrand nicht mal eines Blickes. Ich glaube, weil es meinen Lauf stören würde, wenn ich jetzt an jedem Gerät stehen bleibe, dann laufe ich immer mal 3, 4, 5 Minuten und dann muss ich wieder stehen bleiben, irgendwas machen. Ja, und genau so war das auch gedacht damals in den 70ern, als Deutschland sich die wachsende Wirtschaftswampe wieder abtrainierte. Das Wort Joggen gab's noch gar nicht, also hieß der Vorturner Trimmi und seinem Beispiel folgte die Nation. Trotz manch modischer Eskapade, die Idee war brillant. Was ist denn der Trimm-dich-Pfad? Das sind Koordinations- und Kraftübungen. Und zwischendurch, vom einen Punkt zum anderen, ist es halt Ausdauer. Und damit werden die drei Komponenten, die wir im Sport und von der medizinischen Wirkung haben möchten und erzielen möchten und verbessern möchten, nämlich die Ausdauer, die Kraft und die Koordination, die werden da bedient. Kraft und Koordination sind auch hier vorhanden, fast im Übermaß. Die Bewegungsinsel im Olympiapark, eine Art Muckibude unter freiem Himmel. Die Kundschaft von erschütternder Fitness, Bizeps, Beuger, Sixpack, hocheffizientes Training auf engstem Raum. Wer will da schon seine Zeit vergeuden mit dem lästigen Gerenne von einer Übung zur nächsten? Wir sind ungefähr fast jeden Tag hier, also so 3 bis 4 Mal die Woche auf jeden Fall. Und wir versuchen aber jeden Tag da zu sein, vor allem wenn es schön Wetter ist. Ich gehe hier regelmäßig joggen und als ich gesehen habe, dass sie das hier aufgebaut haben, konnte ich eigentlich gar nicht erwarten, dass sie es eröffnen. Bevor du in den Raum gehst, wo die Geräte so direkt nebeneinander gefercht sind und du kaum dazwischen durchlaufen kannst, gehst du definitiv lieber auf so einen Trimm-dich-Pfad wie hier. Ja, denn diese Anlagen heißen heute tatsächlich Trimm-dich-Pfad, auch wenn es keinen Pfad mehr gibt. Da bleibt der historische Vorgänger fast auf der Strecke. Fast. Denn ein paar Aufrechte gibt es noch. So wie diese sportlichen Damen, die wir dann doch noch im Greilinger Wald getroffen haben. Trimmi hätte seine helle Freude.